Am Boden hatten längst die Taliban die Kontrolle übernommen, als diese Menschen in Armeeflugzeugen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen wurden. Unter ihnen auch einige Afghaninnen und Afghanen, die als sogenannte Ortskräfte für die Bundeswehr und andere deutsche Organisationen gearbeitet hatten und nun, nach dem Abzug der internationalen Truppen, in Lebensgefahr schwebten. Bei weitem nicht alle dieser Helferinnen und Helfer sind inzwischen in Deutschland. Doch die, die es geschafft haben, sind froh, in Sicherheit zu sein. Etliche von ihnen leben mittendrin in der unterfränkischen Provinz in der Kleinstadt Bad Königshofen. Doch das Ankommen wird ihnen und ihren ehrenamtlichen Helfern nicht immer leicht gemacht, wie Ralf Wege berichtet. Endlich sind die Zeugnisse, die Übersetzungen da. Super, auf die haben wir 6-7 Wochen gewartet. Frank Helmerich und Sabine Rhein helfen afghanischen Ortskräften und deren Familien in einer Gemeinschaftsunterkunft. Jeder der beiden Ehrenamtlichen engagiert sich rund 10 Stunden pro Woche und das neben Familie und Fulltime-Job. Die Bürokratie macht uns am meisten zu schaffen. Ja. Wir haben hunderte von Formularen, die wir jeden Tag ausfüllen müssen. Wir versuchen nebenbei noch Wohnungen zu organisieren. Wir besorgen Fahrräder, dass sie hier mobil sind wenigstens. Ja. Führerscheine gibt es noch keine, da versuchen wir auch zu helfen. Und wir kommen da an unsere Grenzen. Neben Sabine Rhein und Frank Helmerich helfen noch 3 weitere Ehrenamtliche. Zusammen betreuen sie ca. 60 afghanische Ortskräfte und deren Familien in Bad Königshofen. Anfangs haben wir gedacht, es sind 12 Familien, die wir hier integrieren wollen, die wir gut integrieren wollen. Und wir haben angefangen, mit den Familien zu arbeiten. Und sobald wir dann eine Wohnung gefunden haben und die Familien raus können aus der Gemeinschaftsunterkunft, kommt aber die nächste Familie nach. Und wir fangen von vorne an und erklären wieder alles von vorne und versuchen, all die Anträge von vorne neu zu machen. Es ist ein Fass ohne Boden. Und wir machen das jetzt schon seit so vielen Monaten. Das zehrt. Der Ingenieur Hedayat Musle lebt mit seiner 6-köpfigen Familie seit über einem Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft. Wir bekommen ganz viele Briefe von unterschiedlichen Orten und diese Bürokratie ist für uns sehr schwer. Also wir können die Briefe nicht verstehen und wissen auch nicht, wie wir darauf antworten sollen. Und so die Helferkreise, die helfen uns sehr, so Leute wie Tanja, Frank, Sabine. Also ja, wir sind immer noch nicht so weit und brauchen die Hilfe. Um gut erhaltene Möbel kostengünstig zu organisieren, muss Sabine Rhein immer mehr Zeit investieren. Der Markt ist durch die Ukraine-Flüchtlinge weitestgehend leergefegt. Neben den Ehrenamtlichen kümmern sich beispielsweise auch Wohlfahrtsverbände und das Jobcenter um die Afghaninnen und Afghanen. Ich denke, bei den Behörden gibt es einfach ein strukturelles Problem. Wir können sie als Helfer ganz schwer erreichen, wenn wir eine Frage haben. Und dann, denke ich, gibt es auch so eine Art Verantwortungsdiffusion, dass sich keiner wirklich verantwortlich fühlt für die einzelnen Problematiken. Und dann müssen wir hin und her fragen und da geht viel Zeit und Energie rein. Die beiden Ehrenamtlichen wenden sich mit ihren Problemen an den Landkreis Rhön-Grabfeld. Dieser setzt viel praktische Arbeit bei der Flüchtlingsbetreuung um, zum Beispiel mit einer Flüchtlings- und Integrationsberatung. Die Kosten für die Ortskräfte und deren Familien übernimmt zu einem hohen Anteil der Freistaat Bayern. Aber auch der Bund und Kommunen beteiligen sich finanziell. Landrat Thomas Habermann versteht die Sorgen der Helferinnen und Helfer. Nach 7 Jahren, seit 2015, werden die Ehrenamtlichen jetzt auch müde. Ich bin so dankbar, dass wir sie alle haben. Aber es kommen ja jetzt noch die ukrainischen Flüchtlinge dazu. Eine Lösung zur Entlastung der Ehrenamtlichen sieht der Landrat darin, dass Flüchtlinge schneller fähig werden, sich selbst um sämtliche Anliegen zu kümmern. Die Menschen müssen integriert werden. Das heißt, wir brauchen Sprachkurse, viel mehr Sprachkurse, viel intensiver, ohne lange Zertifizierung der Lehrerinnen und Lehrer. Das dauert alles viel zu lange. Und wir brauchen bessere Jobvermittlung. Und dazu ist es nötig, dass die Bundesagentur für Arbeit und die Bundespolitik die Voraussetzungen schafft. Weg mit den dicken Formularen, einfacher werden, ab mit den Standards. Wir müssen schneller werden und effektiver werden. Außerdem sollte zusätzliches Personal eingestellt werden. Doch dazu müsste mehr Geld investiert werden, so der Landrat. Wieder bei der Gemeinschaftsunterkunft. Ich habe ein Fahrrad für dich mitgebracht. Schon seit Wochen macht Frank Helmerich bei Behörden und in der Politik auf die Probleme im Helferkreis aufmerksam. So fordert er beispielsweise eine hauptamtliche Kraft. Doch getan hat sich noch nichts. Derzeit erwarte ich von den ganzen Behörden auch nicht mehr Hilfe, weil ich merke und wie sie selbst sagen, dass sie teilweise über ihrer Leistungsgrenze sind schon. Das heißt, da ist auch eine gewisse Überforderung da, Personalmangel. Frank Helmerich ist im Austausch mit anderen Helferkreisen. Viele sind ebenfalls am Limit.